absoluter Albtraum. Ja. Also ich glaube, wenn heute das Regierungsviertel geplant würde, würde das gar nicht erlaubt werden. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja bereits gemeinsam Svens Büro auseinandergenommen. Oh, wie schrecklich. Und uns ein bisschen Kunst im Reichstagsgebäude angeschaut. Aber bevor es weitergeht, kleine Frage, habt ihr Ideen, Anregungen, Vorschläge? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr in der Kommentarfunktion kommentiert oder Sven Schulz bei Facebook liked und auf seiner Seite eure Fragen stellt, Ideen postet, was auch immer. Und Sven erklärt euch, wie es weitergeht. Ja, wir gehen heute rüber zum Elisabeth Lüders Haus. Da geht es über einen Steg, einen gefährlichen Steg. Wow. Da muss man einigermaßen schwindelfrei sein. Bist du das? Bin ich. Ja. Hast du, und es ist ja auch etwas frisch. Also ich weiß nicht, bist du einigermaßen angezogen? Müsste reichen. Okay, also dann gehen wir mal auf den Steg zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Mal gucken, ob du das hinbekommst. Ja, bekommen wir hin. Dann los geht's. So, also hier kommen wir raus auf den Steg zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Guck mal hier, die Aussicht. Die ist toll. Spektakulär. So, also hier haben wir die Aussicht auf verschiedene Einrichtungen, verschiedene Gebäude. Guck mal, zum Beispiel dort, das ist die Kindertagesstätte des Deutschen Bundestags. Ja, sag mal, können da eigentlich nur Kinder von Abgeordneten rein? Nein, nein, das ist immer so ein Vorurteil. Oh, die Abgeordneten bauen sich für ihre Kita noch, für ihre Kinder extra noch eine tolle Kita. Eigentlich ist das vorgesehen für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Okay. Die Abgeordneten dürfen erst in zweiter Linie, wenn überhaupt noch Platz ist, dann dürfen die Abgeordneten ihre Kinder da reinschicken. Das ist für die Mitarbeiter. Tatsächlich ist das eine ganz tolle Einrichtung. Meine Tochter ist auch in der Kita. Okay. Ja, und es macht ihr super Spaß und es ist alles wunderbar. Und dann sieht man dort, so gerade gegenüber, das ist das Ministerium für Bildung und Forschung. Mit dem habe ich besonders viel zu tun. Ja, Bildungspolitik ist ja so mein Steckenpferd im Deutschen Bundestag. Und da bin ich dann auch häufiger in dem Ministerium. Und ich lese da Bundespressekonferenz. Bist du da auch ab und an? Da bin ich ganz selten. Aber das ist sozusagen, ja, das ist so ein Saal von den Journalisten, von den Zeitungen und von den Fernsehsendern, Radiosendern. Und da werden die Pressekonferenzen der ganz wichtigen Leute abgehalten. Okay. Und auf der anderen Seite, also hier, das ist ja das Paul-Löbe-Haus, von dem wir kommen. Genau. Unten ist der sogenannte Lampenladen, da ist so eine Art Kantine. Ne? Und da drüben sieht man ein bisschen was von dem Reichstagsgebäude, ist jetzt etwas verdeckt und so, etwas Kuppel auch noch. Ein Teil, ja. Ein Teil, ja. Kann man so erahnen. Und da drüben geht es weiter mit Liegenschaften des Bundestages. Also das ist die Parlamentarische Gesellschaft, das ist so eine Art Club von Abgeordneten, wo sie in Ruhe sich besprechen können, Veranstaltungen durchführen können und auch essen können. Okay. Oder auch Bierchen trinken können. Ganz unter sich. Genau. Daneben ist das Jakob-Kaiser-Haus, das gucken wir uns dann auch irgendwann mal an. Mhm. Und dann irgendwo da hinten ist auch die ARD mit ihrem Stuhlter Albtraum. Ja. Also ich glaube, wenn heute das Regierungsviertel geplant würde, würde das gar nicht erlaubt werden. Weil stell dir mal vor, hier kann jeder mit irgendwie Sprengstoff, Waffen ran, ja. Auch die Schiffe könnten hier theoretisch irgendwelche Lastkähne kommen hier vorbei. Und könnte es also ein Riesendesaster geben. Ist bisher zum Glück nicht passiert. Mhm. Aber naja, also so ist es halt ein offener, schöner Platz, der mit wenig Sicherheitsanforderungen geplant wurde. Das ist jetzt hier der Steg zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. So, das war's von uns. Da es ein bisschen frisch wird, würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt wieder rein. Wir wollen ja nicht krank werden. Ihr wollt ja noch mehr von uns sehen, oder? Und deshalb sagen wir jetzt ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.